Herzlich willkommen zu einem weiteren Gespräch in unserer Reihe Europa in der Corona-Krise. Live aus der Landesvertretung Hessen in Berlin. Mein Name ist Christoph von Marschall. Und heute haben wir zu Gast den polnischen Botschafter Andrzej Przyłębski. Wie üblich begrüßt zunächst Ministerin Puttrich. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, ich begrüße zu einer weiteren Folge von One Click to Europe. Diesmal mit einem Botschaftergespräch hier in Berlin. Wir haben den polnischen Botschafter Przyłębski eingeladen, um darüber zu reden, wie die Corona-Krise die Europäische Union verändert hat, auch Polen verändert hat, was im gegenseitigen Verhältnis passiert ist und wie wir die Krise bewältigen. Was können wir lernen aus der Corona-Krise? Welchen Weg gehen wir gemeinsam? Zum einen geht es darum, die Schlüsse aus der Krise zu ziehen. Es geht um die Bewältigung der finanziellen Folgen. Es geht um den Wiederaufbaufonds, bei dem Polen auch in einer guten Art und Weise bedacht ist. Es geht aber auch um andere Fragen im Verhältnis von Polen zur Europäischen Union. Es wird auch diskutiert, inwieweit wie der MFR gestaltet wird, der mehrjährige Finanzrahmen, um ob zum Beispiel Rechtsstaatsprinzipien eine Rolle für Geldmittel spielen. Ich bin gespannt auf das, was jetzt geschehen wird, insbesondere auch im Hinblick auf die Diskussion. Und vielleicht wird auch die Frage noch erörtert, wie führt man eigentlich Wahlkampf während der Corona-Krise? Ende Juni ist ja noch Präsidentenwahl in Polen. Also herzlich willkommen und viel Freude. Und das Wort geht jetzt wieder an Christoph von Marschall. Herzlichen Dank, Frau Ministerin Puttrich. Herr Przyłębski, Sie sind seit 2016 Botschafter hier in Deutschland. Sie sind eigentlich ein Seiteneinsteiger in die Diplomatie, aber nicht ein Seiteneinsteiger in die deutsch-polnischen Beziehungen. Sie sind von der Ausbildung her Philosoph. Sie stammen aus Posen. Sie waren als Stipendiat der Alexander-von-Humboldt-Stiftung in Deutschland. Sie haben Ihre wissenschaftlichen Arbeiten unter anderem über Martin Heidegger geschrieben, den deutschen Philosophen. Also Sie sind praktisch prädestiniert, uns Deutschen Polen, so wie es heute ist, näher zu bringen. Und es ist ja eine sehr emotionale Situation im Moment. Seit vergangenem Wochenende ist die deutsch-polnische Grenze wieder offen. Zum Teil konnten wir im deutschen Fernsehen Bilder sehen, wie sich Bürgermeister von grenznahen Gemeinden rechts und links von Oder und Neiße um den Hals gefallen sind, was ja eigentlich im Moment gar nicht erlaubt ist wegen der Abstandsregeln. Aber das Herz quoll ihnen sozusagen über. Außerdem haben wir heute den 17. Juni. Den Jahrestag, den 29. Jahrestag des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrags, des Vertrags über gute Nachbarschaft. Und gestern war ja auch Außenminister Maas in Warschau. Sie waren mit ihm in Warschau und sind gerade zurückgekommen. Andererseits gibt es Meinungsverschiedenheiten. Frau Ministerin Puttrich hat das schon angesprochen. Es gibt die Frage der Finanzierung in der Europäischen Union. Es gibt zum Teil Kontroversen um Fragen der Rechtsstaatlichkeit. Wie bewertet eine durchschnittliche Polin oder ein durchschnittlicher Pole den Stand der Beziehungen zu Deutschland im Moment? Danke zunächst für die Einladung zu dieser schönen Veranstaltung. Diese Frage zu beantworten ist keine einfache Sache, weil polnische Gesellschaft sehr gespalten ist. Und man könnte vielleicht ein bisschen vereinfacht sagen, in zwei Gruppen. Eine, die mit Tusk-Partei verbunden ist, ist sehr positiv zu Deutschland eingestellt. Die PiS-Anhänger sind etwas skeptischer. Und dazu kann man auch die Orte der Wohnung sozusagen auch einbeziehen. Diejenigen, die an der Grenze leben und von der Grenze auch profitieren, die sind sehr positiv zu Deutschland eingestellt. Diejenigen, die an östlichen Grenze zur Ukraine, zu Weißrussland leben, die haben wenige Kontakte zu Deutschland und die empfinden deutsche Politik nur vom Fernsehen. Und dann sehen sie, dass nicht alles optimal ist. Vor kurzem hatten wir sogar einen Brief von Herrn Sarrazin, der Vorsitzende der deutsch-polnischen Parlamentariergruppe hier im Bundestag, an Frau Merkel und an unseren Premierminister Morawiecki mit dem Einwand, dass es zu einer Stagnierung der Beziehungen gekommen ist. Aber der gestrige Besuch von Herrn Maas, Außenminister Deutschlands in Polen, beweist was anderes oder zeigt den Willen Deutschlands, diese Beziehungen wieder zu beleben. Ja, und ich war dabei, wie Sie gesagt haben, und ich freue mich, weil ich viele neue Sachen erfahren habe, die ich jetzt vielleicht auch heute in diesem Programm berichten kann. Ja, tun Sie das
Tun Sie das bitte gleich, nachdem wir über die Frage, wie sehen es durchschnittliche Bürger in Ihrem Land, wie sieht es denn der Botschafter? Mehr Licht und mehr Schatten, und was ist im Licht und was ist im Schatten aus Ihrer Sicht hier als Botschafter? Noch vor 2-3 Tagen würde ich sagen, dass ich mehr Schatten sehe, aber nach dem gestrigen Besuch sehe ich mehr Licht. Aus welchem Grund? Ich habe gestern so lebendig erfahren von Herrn Maas, wie wichtig Polen ist auch für die deutsche Präsidentschaft. Deutschland stellt sich gewisse Ziele für diese 6 Monate. Ab 1. Juli übernimmt Deutschland die Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union. Und wir haben gedacht, na gut, dann wird Deutschland alles durchführen, was Deutschland möchte, ohne uns zu fragen. Aber dem ist nicht so. Heiko Maas hat deutlich gesagt, dass Polen großen Einfluss auf die Länder von Baltikum, auf Visegrad-Gruppe und weiter Rumänien hat. Und deshalb muss man mit Polen viele Sachen absprechen. Und deshalb war dieser dreistündige Besuch sehr wichtig, damit Deutschland so von unserem Außenminister erfahren könnte, welche Positionen Deutschlands, welche Richtungen wir unterstützen werden, welche nicht und so weiter und so fort. Also in dem Sinne sehe ich gewisse Licht, also die Anerkennung der Position Polens durch Deutschland. Wir werden auf die besondere Bedeutung Polens sicher gleich noch zu sprechen kommen, in der Europäischen Union, auch wirtschaftlich für Deutschland. Aber zunächst einmal zurück zu dem Kernthema dieser Gesprächsreihe. Und die Zuschauer wissen das ja, wir hatten hier schon andere Botschafter zu Gast und Sie können das auch auf dem YouTube-Kanal für Hessen in der Welt nachhören, die Gespräche mit der französischen Botschafterin, dem niederländischen Botschafter, dem italienischen Botschafter und anderen Gesprächspartnern in Brüssel, Wiesbaden und Berlin. Das eigentliche Thema dieser Reihe ist Europa in der Corona-Krise. Und wie haben Polinnen und Polen denn die Corona-Krise erlebt? Wie war das mit Todeszahlen, Infiziertenzahlen, Shutdown? Wie sah das in Polen aus? Also die Bedrohung war oder wurde von polnischen Gesellschaft vielleicht noch ernster genommen als vor den Deutschen. Deshalb waren alle Maßnahmen, die die Regierung getroffen hat, sehr schnell akzeptiert, einfacher akzeptiert. Und Menschen haben sich angepasst. Deshalb war, das habe ich ein paar Mal in Interviews auch betont, dass die Zahl der Toten und die Zahl der Infizierten lange Zeit ein Zehntel von der in Deutschland. Und Deutschland im europäischen Vergleich ging ganz gut. Und wir waren noch besser. Ein Zehntel dessen, was in Deutschland ist, jetzt ist es wahrscheinlich ein Sechstel oder so. Aber wir haben die Hälfte der Bevölkerung, das wissen vielleicht wenige Deutsche, dass Polen fast 40 Millionen Menschen zählt. Also die Ergebnisse sind nicht schlecht. Und deshalb ist auch die Wirtschaftslage nicht schlecht. Die Maßnahmen, die benutzt wurden, angewendet wurden, diese verschiedenen Programme, diese Schild 1, 2, 3, 4, die immer wieder angepasst wurden an die Situation, auch ein bisschen unter Druck der Opposition, das darf ich ja auch sagen. Und deshalb kommt die polnische Wirtschaft aus der Krise ganz gut. Deshalb schreiben auch deutsche Fokus, glaube ich, Zeitungen, dass Polen nach der Krise noch stärker wirtschaftlich in Europa im Vergleich noch stärker sein wird als vor Corona. Was ist der Hauptgrund, dass Polen so viel weniger Tote hat? Liegt das auch an seiner geografischen Lage oder liegt das an den harten Maßnahmen? Generell kann man ja sagen, dass Bevölkerungszentren, die sehr viel Austausch mit der Welt haben, stärker betroffen waren als der ländliche Raum oder Gegenden, die nicht so stark betroffen sind. Nur kann man sich bestimmt nicht behaupten, dass Warschau oder Posen oder Danzig nicht Bevölkerungszentren sind, die sehr viel Austausch mit der Welt haben. Aber dennoch hatten sie, woran lag das, dass Polen so viel besser? Teilweise lag das an Maßnahmen. Verschiedene Krankenhäuser wurden umgestaltet nur zu Corona-Krankenhäuser, damit wir das eventuell, wenn die Epidemie noch größer sein würde, bewältigen könnten. Wir konnten, wie auch in Deutschland, unsere Vorräte nicht völlig ausschöpfen. Deshalb geht jetzt die Bewegung zurück zu normalen Krankenhäusern. Aber die geografische Lage oder vielleicht auch das Reichtum der Leute ist wichtig, weil wenn man die Wojewodschaften anschaut, dann sieht man die reichen Wojewodschaften wie Mazowien mit Warschau oder Großpolen mit Poznań und dann Schlesien, also die Leute, die in Italien zu Urlaub waren, dort von diesem Urlaub zurückkehrten oder in Spanien, die brachten diese Krankheit zu ihren Städten.
Und dort ist der Ausmaß viel größer. Und der erste Fall war in Lubuser Land, jemand, der aus Deutschland gekommen ist. Aber lange Zeit war das in dieser Region der einzige Fall, weil diese Leute wahrscheinlich weniger Italien besuchen oder sowas. Also das sind die Faktoren, die wahrscheinlich eine Rolle gespielt haben. Jetzt haben wir ein Problem in Schlesien, weil sich Bergleute in Berggruben infiziert haben und die arbeiten sehr eng beieinander. Mhm. Und deshalb müssten vor kurzem 12 Gruben geschlossen werden. Die werden langsam jetzt wieder geöffnet. Aber damit diese Epidemie nicht auf die Familien verbreitet und so weiter, musste die Regierung die mutige Entscheidung, stellen Sie sich vor, 12 Gruben wurden geschlossen für 3 Wochen. Ja? Also das sind die, ja, und vielleicht ist auch wichtig, dass unser Gesundheitsminister ein Professor für Medizin ist, der große Anerkennung in der Gesellschaft genießt. Und deshalb passen sich Leute eher an diese Regelungen. In dieser Reihe haben wir auch sehr oft darüber geredet, wie Bevölkerungen die europäische Zusammenarbeit empfinden. Also gibt es genügend Solidarität, gibt es wenig Solidarität? Wie war das aus polnischer Sicht? Brauchte Polen Verbündete in der Europäischen Union in dieser Krise? Hat es genügend Solidarität erfahren? Von wem ja, von wem weniger? Oder kamen Sie eigentlich auch national ganz gut zurecht? Interessante Frage. Ich habe, also wir europäische Botschaften hatten Lunches vor kurzem noch mit wichtigen Politikern. Jetzt wird das als Videokonferenzen veranstaltet. Und vor einer Woche hatten wir eine Konferenz mit Jens Spahn. Und da habe ich ihm eine Frage gestellt mit der Feststellung, dass diese Kritik gegen die Europäische Kommission, dass sie zu langsam, zu spät reagiert habe, dass ich diese Kritik nicht teile, weil ich Verständnis dafür habe und wahrscheinlich viele Polen auch, dass in solchen Situationen der Staat zunächst reagieren muss, angepasst an die Situation in einem Staat. Also da dieses Prinzip der Subsidiarität, das heißt, die Union hilft nur dort, wo sie gebraucht wird und nicht überall. Wenn wir gewartet hätten auf eine Entscheidung aus der Europäischen Kommission, wäre vielleicht die Zahl der Erkrankungen viel größer. Also Solidarität ja, wie zum Beispiel in Deutschland, also Deutschland sich bereit erklärt, Kranken aus Italien oder Spanien aufzunehmen. Wenn wir solche Situationen hätten, würden wir uns auch an Deutschland wenden, aber wir hatten solche Situationen. Also in dem Sinne haben wir keine Probleme mit der Europäischen Union, keine Kritik, würde ich sagen, in diesem Bezug. Hessen hat eine Partnerregion in Polen, Wielkopolska, das westpolnische Gebiet um Posen, ihre Heimatstadt. Hat diese Partnerschaft zwischen Hessen und Wielkopolska irgendeine besondere Rolle in der Corona-Krise gespielt? Ich glaube nicht. Ich habe gestern mit Wojewode gesprochen, um mich auf diese Frage vorzubereiten. Und er sagte, es gab Informationsaustausch, Bereitschaft zur Hilfe, aber es gab keinen Bedarf auf direkte Hilfe. Und deshalb, ja, so die Sachen. Also keine großen Probleme in der Beziehung, aber Sie haben intensive Partnerschaft ist sehr intensiv, sehr gut. Ja, ich kann das nur empfehlen auch für andere Regionen. Es gab auch Probleme, also nicht in Wielkopolska, aber eine kleine Stadt in Deutschland hat ihre Partnerschaft mit einer kleinen Stadt in Polen gekündigt, aus anderen Gründen. Also gibt manchmal Probleme, aber Großpolen, Wielkopolska und Hessen funktioniert perfekt, ja. Sie haben schon eingangs darauf hingewiesen, Polen ist nicht irgendein Land in Osteuropa. Es ist der größte und wirtschaftliche stärkste Staat unter den jüngeren Beitrittsmitgliedern der Europäischen Union nach 2004. Und wirtschaftlich hat Polen eine bewundernswerte Erfolgsstory. Viele Deutsche wissen das vielleicht gar nicht. Trotz oder wegen der Corona-Krise, jedenfalls in der Corona-Krise, hat Polen seine ökonomische Bedeutung im Handel mit Deutschland noch mal deutlich erhöht. Polen hat kürzlich Großbritannien und Italien im bilateralen Handel überholt und ist jetzt Deutschlands fünftwichtigster Handelspartner weltweit. Wie erklärt sich dieser Erfolg? Also das ist die Nähe zwischen unseren Ländern, die Flexibilität Polens, gute Ausbildung der jungen Polen und ihre Bereitschaft, ja, einen Erfolg in der Wirtschaft zu erzielen. Ja, das sind also die Neueuropäer, sagen wir in dem Sinne der Europäischen Union, junge Leute sind bereit, viele Stunden der Woche zu opfern, um zu arbeiten. Und es, glaube ich,
gibt Bereitschaft der deutschen Industrie in Polen zu investieren, weil da die Kooperation sehr gut läuft. Und aus den Tatsachen, also Großbritannien, ja klar, wegen Brexit, Italien, vielleicht auch jetzt diese Probleme wegen Corona. Und da hatte Polen war schon nah an die beiden. Also es reicht in diese drei Monaten, damit Polen die zwei überholen könnte. Wir werden natürlich auch sehen, ob sich das nach der Corona-Krise stabilisiert oder nicht. Aber jedenfalls die direkte Nachbarschaft, Polen mit seinem Gewicht, 40 Millionen Einwohner, zwar deutlich weniger als Großbritannien oder Italien, aber die Nähe und gute Transportwege, diese neue Autobahnen, die gebaut wurden, also das möglich auch. Der intensive Handelsaustausch ist einerseits eine Erfolgsstory und manchmal natürlich auch sorgt das für Fragen, wer da eigentlich welche Rolle hat. Nicht? Polen meldet sich ja manchmal, wir wollen nicht nur die verlängerte Werkbank deutscher Konzerne sein. Das ist eine solche Sache, wo Polen manchmal etwas mehr Eigenständigkeit sucht. Ein anderes aktuelles Thema ist im Moment die Frage von Truppen, US-Truppen. Wir haben in Deutschland eine Diskussion, auch eine gewisse Aufregung darüber, dass Präsident Trump angekündigt hat, er wolle ein Drittel der in Deutschland stationierten US-Truppen abziehen. Polen macht sich ja Hoffnung, dass mehr US-Truppen nach Polen verlegt werden. Aus Washington hört man das nicht, aber dort ist eher US-Präsident Trump möchte gerne Truppen aus dem Ausland nach Hause holen, weil das zu den Versprechen gehört. Wie erleben Sie das? Ist es überhaupt in Polens Interesse, dass die Sicherheitsinteressen, dass die US-Truppen in Deutschland reduziert werden und dann vielleicht ein kleinerer Teil nach Polen verlegt wird oder auch nicht? Oder ist Polen nicht sicherer, wenn dieser NATO-Pfeiler in Europa, auch der deutsche, stark bleibt? Sie haben erwähnt, dass ich gestern bei dem Besuch von Heiko Maas in Polen dabei war und in der Pressekonferenz hat unsere Minister, wurde gefragt von einem Journalisten von ARD oder ZDF und seine Aussage war deutlich, ich teile sie vollkommen, dass wir nicht sehr glücklich sind mit diesem Abzug der amerikanischen Soldaten, weil es uns bewusst ist, dass damit unser Verteidigungssystem in Europa geschwächt wird und wir machen uns keine Hoffnungen, dass ein Teil von diesen Soldaten statt nach Amerika, nach Polen, in Polen landet, aber wir haben Gespräche und ein Abkommen mit Amerika, dass 1000 zusätzliche Soldaten kommen wird, aber das ist mit dieser Sache nicht verbunden, ja, und wir sehen, dass mit dieser Entscheidung von Präsident Trump europäische Verteidigung geschwächt wird, ja, und das muss irgendwie kompensiert werden und Polen setzt sich gerne ein, um die Schaden zu minimieren. So sehe ich das. Blicken wir auf Europa. Wir sind ja sozusagen schon mittendrin. Jetzt nicht nur auf die Verteidigungsfrage, sondern vor allem auf die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise. Die EU-Kommission möchte ein sehr großes Hilfsprogramm von weit über 1 Billion Euro auflegen. Summen, wie es bisher noch nie im EU-Budget gab. Und die Kommission möchte dafür Schulden in mehrfacher Höhe eines Jahreshaushalts machen. Es gibt Staaten, die das nicht so gut finden. Man nennt sie die sparsamen Vier, Österreich, die Niederlande, Schweden, Dänemark. Es sind natürlich auch Staaten im Süden, die sagen, doch, wir brauchen wesentlich mehr Hilfe. Wie ist das mit Polen? Ist Polen für wesentlich mehr Geld in den europäischen Budgets oder eher nicht? Eigentlich schon. Polen hat sich in die Diskussion noch nicht gemeldet, wartet irgendwo im Hintergrund, aber ist für ambitionierte Finanzpolitik, für größere Einnahmen von der Union, damit die Wirtschaft nicht nur belebt sein könnte, aber auch erneuert im Sinne Digitalisierung und so weiter, damit wir wettbewerbsfähig werden in der Zukunft als Europa im Wettbewerb mit Amerika und China jetzt. Also in dem Sinne sind wir für ambitionierte Sachen. Und am Anfang, in dieser ersten Verteilung oder Vorverteilung, kam Polen ganz gut, also in dem Sinne waren wir zufrieden, aber ich glaube, das wird noch verändert in der Diskussion eben mit dieser sparsamen Vier. Polnischer Premierminister hat sich mit seinen Visegrad-Kollegen getroffen, um auch eine gemeinsame Position herauszuarbeiten. Und, aber ja, kurz
gesagt, wir sind dafür, dass die Ausgaben höher werden, dass man in der Zukunft ein bisschen in europäische Wirtschaft investiert, im Sinne der Modernisierung. Also da wird Polen keine Hürde bereiten in dieser Hinsicht. Ja. Wenn es deutlich mehr Geld gibt. Ja, es gibt ja hier unterschiedliche Interessen. Nicht? Da verschiebt sich ja etwas im europäischen Umverteilungssystem. Bisher hatten wir starke Struktur- und Regionalfondsmittel und Polen war ein sehr, sehr großer Nutznießer dieser Struktur- und Regionalfonds. Wenn nun aber die Südstaaten wegen Corona besonders viel Hilfe bekommen wollen, gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder man nimmt es anderen weg oder man muss eben wesentlich mehr Geld in die europäischen Töpfe tun, damit man das eine und das andere macht, dass sozusagen mehr Hilfe für den Süden nicht auf Kosten von Polen und Ostmitteleuropa geht. Sie sagen, wir haben einen Gipfel in zwei Tagen, es wird vermutlich nicht der letzte sein. Und wie groß ist die Sorge, dass Polen schlechter wegkommt, wenn man mehr Mittel in den Süden geben will? In Polen sehr gering, würde ich sagen. Auch aus dem Grund, dass der polnische Premierminister Vorschläge macht zu diesen neuen Aufnahmemöglichkeiten von neuen Steuern für verschiedene Sachen. Und die Frage ist, ob das in Europa akzeptiert sein wird oder nicht. Wenn ja, teilweise wenigstens, weil die Vorschläge sehr unterschiedlich sind. Man muss nicht alles akzeptieren. Polen hat sehr erfolgreich gegen solche Mehrwertsteuermafien gekämpft. Davon haben wir viel Geld bekommen für unsere Sozialprogramme. Und wir hoffen, dass Europa auch in diese Richtung gehen wird. Und davon kann man vielleicht ein bisschen Geld um beide Sachen, also diese ganze Kohäsionssachen, strukturelle, also für Landwirtschaft, das nicht abgeschnitten wird, aber zugleich auch die Regionen wie Italien, Spanien, die so gelitten hat, auch irgendwie finanziell zu helfen. Ja. Nun haben diese Programme zur Wiederankurbelung der Wirtschaft, sie haben zum Teil ganz sachliche oder regionale oder branchenspezifische Ziele, aber es sind auch politische Ziele dahinter, nicht? Die einen sagen, das muss jetzt ein Mittel sein, um grüne Ziele und Klimaziele nach vorne zu bringen. Andere sagen, nein, das ist auch ein Mittel, um die Werte der Europäischen Union zu verteidigen. Und die Frau Ministerin Puttrich hat das ja vorhin schon angesprochen. Es gibt Konflikte zwischen der Europäischen Union und Polen um Fragen der Rechtsstaatlichkeit. Und manche Abgeordnete oder auch Mitglieder der Kommission in Brüssel fordern, man solle finanzielle Hilfen der EU auch davon abhängig machen, ob die EU-Kommission ein Land so bewertet, dass dort Demokratie, Rechtsstaatlichkeit in Ordnung ist oder nicht. Wie sehen Sie das als Vertreter Polens? Denn das würde ja Ihr Land und Ungarn zum Beispiel betreffen. Also wir sehen in den Verträgen, europäischen Verträgen, keine Begründung für solche Maßnahmen. Das wäre gegen die Verträge. Aber andererseits sehen wir Bedarf, um die Rechtsstaatlichkeit besser zu definieren. Aber das ist eine Aufgabe, die in längerem Anlauf bewältigt werden kann. Und es gibt einen Vorschlag, sogenannte Peer-Review-Mechanism. Und Polen hat sich dafür ausgesprochen, dass in Brüssel so etwas entsteht, ein Körper mit qualifizierten Juristen, die Standards für ganz Europa ausarbeiten, weil wir sehen immer wieder die Doppelstandards. Also zum Beispiel, es wird unseren Richtern im obersten Gericht oder im Verfassungsgericht eingeworfen, dass sie politisch gewählt werden, obwohl in Polen kein Richter einer Partei gehören darf. Und in Deutschland, der neue Präsident des Verfassungsgerichts gehört der CDU und hat auf seine Mitgliedschaft in der EU nicht verzichtet. Also da sieht man sofort, dass hier auf europäischem Niveau gewisse Standards ausgearbeitet werden sollten. Das wird wahrscheinlich so ein Jahr wenigstens dauern. Aber nicht, dass man jetzt aus den ideologischen oder politischen Gründen uns die Finanzen abschneidet, um die politische Richtung in Polen zu bestrafen. Das wäre zu politisch. Das hat auch gestern unser Außenminister im Gespräch mit Heiko Maas gesagt, dass wir sollten an Standards arbeiten, das ist unwichtig, aber nicht, dass in diesen paar Monaten, die jetzt zur Entscheidung stehen, plötzlich gewisse Länder aus nicht klaren Gründen bestraft werden sollten. Und noch vielleicht zu der grünen Politik. Wir sind dafür, aber man muss Unterschiede in verschiedenen Ländern
auch berücksichtigen, damit Wirtschaftsentwicklung in diesen Ländern nicht zu Schaden kommt. Und Polen ist auch zum Beispiel auf Kohle noch lange Zeit angewiesen. Wir verändern unsere Wirtschaft, aber das wird nicht in 5 Jahren geschehen. Deshalb braucht man auch gewisse Flexibilität im europäischen Rahmen für diese Sache, weil das Ökologie ist auch für uns sehr wichtig. Wir haben neulich unser Umweltministerium in Klimaministerium umbenannt. Das heißt schon ein Schritt in die Richtung, die in Europa herrschend ist. Aber wie gesagt, es gibt Unterschiede in wirtschaftlicher Entwicklung oder Grundlagen der Entwicklung einzelner Länder und die sollten berücksichtigt werden. Und nochmal kurz zur Rechtsstaatlichkeit zurückzukommen. Ihre Argumentation ist, wenn man da so speziell auf Polen schaut, also der Vorwurf ist ja der Europäischen Kommission, dass damit die Regierung in die Gewaltenteilung eingreift, in diesem Fall die Regierung der nationalkonservativen PiS-Partei und stärker als es zulässig ist, sozusagen Personalpolitik im Gerichtswesen betreibt. Wir wollen auch nur, damit uns niemand vorwirft, wir hätten das absichtlich ausgeklammert. Ihre Frau ist ja selber Mitglied des obersten Verfassungstribunals in Polen, ist dort Vorsitzende Richterin. Das nur als Information, das wollte ich jetzt nicht unterlegen, dass damit Ihr Blick auf das polnische Gerichtswesen irgendwie schräg sei. Aber Polens Argumentation ist dann, ein Moment mal, politische Einflussnahme gibt es auch anderswo. In Deutschland werden die Bundesverfassungsgerichte auch von den Parteien gewählt. Und die Frage ist, wie kommen wir dahin, dass wir einen objektivierbaren Mechanismus haben, wo man sagt, das hier ist eine zulässige Einflussnahme oder jedenfalls Mitgestaltung durch politische Parteien bei der Besetzung des Gerichtswesens. Wo geht das so weit, dass man sagen würde, nein, damit ist die Unabhängigkeit des Gerichtswesens gefährdet? Und dieser Vorwurf gibt es ja. Wir haben offizielle Rechtsstaatlichkeitsverfahren, die sich nun mal gegen Polen richten, nicht gegen andere Länder. Aber Sie sagen, Peer Review, man müsste zu objektivierbaren Maßstäben kommen. Das stimmt. Das wäre eine gute Möglichkeit, statt die Sachen in der Europäischen Kommission durchzuführen, weil die Europäische Kommission war ohnmächtig. Sie hat verstanden, dass wenn sie das als Punkt bringt, dann verliert sie. Und deshalb wurden die Sachen an den Europäischen Gerichtshof gerichtet. Und mein Minister, Professor Czaputowicz, betont immer wieder, dass Polen alle Urteile dieses Gerichts akzeptiert und einführt, im Vergleich zu vielen Ländern, die solche Urteile nicht respektieren und trotzdem funktionieren. Spanien zum Beispiel. Also in dem Sinne passen wir uns an die Entscheidungen. So bis jetzt hat das gut funktioniert. Und verändern, verlangsamen auch unsere Justizreform dadurch. Das muss auch gesagt werden. Wir werden weiter, wenn nicht diese Urteile des Europäischen Gerichtshofes gab, aber wir passen uns an und verändern. Zum Beispiel, es gab ein Gesetz über Pensionierungsalter der Richter im obersten Gericht. Und es gab ein Urteil und wir haben das zurückgenommen. Also das ist Beweis, dass wir uns konform verhalten wollen. Das war die Kontroverse um die Pensionierung der Vorsitzenden Richterin, jetzt nicht am Verfassungstribunal, sondern am obersten Gerichtshof, Frau Gersdorf. Und da lautete die Anklage oder der Vorwurf, dass man nicht mit unterschiedlichem Pensionsalter für Männer und Frauen operieren könne. Und so wurde Frau Richterin Gersdorf nochmal verlängert, ist inzwischen auch ausgeschieden. Wir wollen hier natürlich jetzt daraus kein Seminar über Rechtsstaatlichkeit und das polnische Gerichtswesen machen, sondern im Wesentlichen geht es um Europa in der Corona-Krise und die speziellen polnischen Blickwinkel und die polnischen Erfahrungen. Und da möchte ich nur noch einmal auf den Gipfel zurückkommen. Sie sagten, bisher hat sich Polen bei der Frage der Budgetverteilung zurückgehalten. Wollen Sie uns einen kleinen Einblick geben? Wo wird denn Polen nur am Freitag und bei möglicherweise noch folgenden Gipfeln stehen? Eher an der Seite des sparsamen Nordens, die sagen, nein, nicht so viel Geld über europäische Kassen umverteilen, oder eher an der Seite der Südstaaten, die wollen, dass die EU mehr Geld verteilt und wo Polen das Interesse hat, dass das jedenfalls nicht auf Kosten Polens geht. Also wie wird Ihre Regierung, Frage für mich sich da aber positionieren? Ich habe keine Ahnung, wie Premier Morawiecki, welche Position. Aber ich glaube eher an der Seite derjenigen, die den Südstaaten helfen möchten.
aber unter der Bedingung, dass auch die Gruppe, zu der wir gehören, ich meine auch Visegrad-Gruppen und Balten, auch bedient werden. So in aller Kürze würde ich das sehen. Also nicht diesen sparsamen vier, aber es alles muss ja logisch gestaltet werden. Also auch diese Teilung zwischen Krediten und Grants muss irgendwie ausgearbeitet werden, damit nicht zu viel Geld geschenkt sein wird, ja. Belebung der Wirtschaft, okay, aber einige Sachen, also einige Gelder müssen zurückbezahlt werden. Das ist auch, glaube ich, ein Punkt. Wir sollten ganz kurz in die polnische Innenpolitik schauen. Polen wählt den Präsidenten. Ursprünglich war der Wahltermin im Mai, ist wegen Corona verschoben worden. Er ist jetzt am 28. Juni. Nach dem polnischen Wahlsystem muss der Präsident, um in der ersten Runde gewählt zu werden, über 50% der Stimmen bekommen. Wenn das kein Kandidat oder keine Kandidatin schafft, wird es eine zweite Runde zwei Wochen später geben, am 12. Juli. Auch da spielen natürlich weltanschauliche Fragen eine Rolle. Hier in Deutschland hat vor allem jetzt für etwas Aufregung gesorgt, Äußerungen des Amtsinhabers Andrzej Duda zur Frage, wie man mit LGBT, also mit homosexuellen, sexuellen Minderheiten umgeht. Der mutmaßliche Favorit unter den Gegenkandidaten ist ja der Bürgermeister jetzt von Warschau, Herr Trzaskowski, der seine Wahl als Bürgermeister 2018 mit direkter Unterstützung von sexuellen Minderheiten auch gewonnen hat. Führen Sie uns mal kurz ein, wie ist Ihr Empfinden, wie ist im Moment die Lage? Sind wir da in einem Moment des Stimmungsumschwungs? Denn im Mai sah es ja noch so aus, als würde Herr Duda möglicherweise gleich in der ersten Runde die absolute Mehrheit bekommen. Das ist jetzt nicht mehr so sicher. Was sind die Unterschiede? Auch Sie sprachen ja eingangs von dem gespaltenen Polen, Ost und West, Großstadt und Kleinstadt und Land. Aus verschiedenen Aspekten, dass jetzt der Herr Trzaskowski viel größere Unterstützung hat, hängt mit seiner Persönlichkeit, würde ich sagen, im Vergleich zur Vorkandidatin Frau Kidawa. Sie war schlecht in Kontakt mit Menschen und er ist gut gebildet, redet gut und sieht jung aus, obwohl er nicht mehr so jung ist, ähnlich wie ich vielleicht. Und diese Debatte, die jetzt vor ein paar Tagen auch sehr gekocht hat, das ist ein Kampf, weltanschaulicher Kampf in Polen zwischen zwei Gruppen. Mal sehen, welche Gruppe als die stärkere aus diesem Kampf auskommen will. Die eine, die mit LGBT-Leuten verbunden ist, will so etwas wie LGBT-Ideologie nicht akzeptieren, also nicht sehen, dass sowas existiert. Und jeder Angriff oder jeder Zweifel an die Einführung von LGBT-Programmen in den Schulen, und die sind ideologisch irgendwie, als ideologisch gesehen, als Angriff auf die Personen, die zu dieser Gruppe gehören, sieht. Und ich hatte auch 3-4 Briefe verschiedener deutschen Organisationen, auch von Oberbürgermeistern von Köln habe ich einen Brief bekommen, als Angriff auf die polnische Regierung, dass sie gegen diese Gruppe ist. Nein, gewisse Skepsis herrscht über die Erziehungsprogramme, die zu LGBT-Ideologie gehören und nicht gegen diese Leute. Als Beispiel kann ich der Vize-Oberbürgermeister von Warschau ist ein Homosexueller. Der Kandidat für in diesen Wahlen, Herr Biedron, ist auch Homosexueller. Und die sind präsent in der Öffentlichkeit und die werden nie angegriffen, beschimpft und so weiter. Also in dem Sinne, das kommt auch wahrscheinlich aus der katholischen Religion, dass die Personen als Personen nicht angegriffen werden sollten. Aber eine Gesellschaft darf skeptisch sein zu Ideologie, in der zum Beispiel, und das wird sehr präsent in polnischen Medien, es wird zitiert aus einem Erziehungsprogramm von WHO, diese Welt Health Organization, dass zum Beispiel Kinder in Kindergarten oder in Vorschulen sollten lernen, wie man sich erfolgreich masturbiert. Ja? Also Sie können sich vorstellen, wie unsere Gesellschaft auf sowas reagiert. Ja? Und Eltern glauben nach wie vor in Polen, dass sie vor allem zuständig sind für Erziehung ihrer Kinder. Und sie dürfen das oder jenes verbieten. Und es kommt ein ideologischer Angriff aus der westeuropäischen Ebene. Das ist die Ausschließung von den Leuten und so weiter, von LGBT-Leuten. Wie ich gesagt habe, verschiedene Positionen werden von wichtige Positionen von Homosexuellen bekleidet und es ist kein Problem. Also das ist sehr kompliziert. Man versucht jetzt
zu erklären, wo der Unterschied zwischen der Gruppe und Ideologie, die mit Gender Ideology ist. Neulich hat ein Abgeordneter, polnischer Abgeordneter, Konservative, gesagt, wenn es keine LGBT-Ideologie gibt, was wird an der Unis als Gender Studies betrieben? Mhm. Dann sollten diese Gender Studies eliminiert werden. Wenn sie gibt, dann gibt auch gewisse Ergebnisse. Man kann sie als wissenschaftlich anerkennen, aber man kann sie auch als ideologisch gemacht. Ich neige zu dieser zweiten Deutung, ja, würde ich sagen. Vielen Dank, Herr Botschafter Przybylski. Wir sehen also, diese Identitätsfragen werden in Polen jetzt auch im Wahlkampf wesentlich härter ausgetragen als, ich sage jetzt mal, Fragen der Wirtschaftspolitik oder andere. Und wir werden das alle aufmerksam verfolgen. Wir sind schon über unsere Zeit. Ich hätte Sie jetzt eigentlich noch mal gefragt, welche Erwartungen Polen an Deutschland hat. Aber da wir so weit über die Zeit sind, vielen Dank, dass wir ein so großes Themenspektrum überdecken konnten. Das war Andrzej Przybylski, der Botschafter Polens, in der Gesprächsreihe in der Hessischen Landesvertretung Europa in der Corona-Krise. Sie wissen alle, Sie können auch die Gespräche, die Sie verpasst haben, in dem YouTube-Kanal für Hessen in der Welt nachschauen. Und wir freuen uns dann auf die nächsten Termine, sei es in Wiesbaden, Brüssel oder Berlin. Bleiben Sie alle gesund und auf Wiedersehen. Danke.